Am 30. Oktober 1961 unterzeichneten die junge Bundesrepublik und die Republik Türkei in Bonn ein Anwerbeabkommen für die Anwerbung von Arbeitskräften und gab damit den Startschuss für die Einwanderung von Hunderttausenden Menschen aus der Türkei nach Deutschland. Die Einwanderung von Menschen aus der Türkei nach Deutschland ist seither eine endlose Geschichte von Höhen und Tiefen, von Schicksalsschlägen, aber auch von Glücksmomenten und großen Erfolgen. Grund genug für dich, einer der wichtigsten Werke zum 60. Jahresfeier des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens herauszugeben. Auf dem Einband des Buches kommunizierst du einige Fakten in Zahlen. Heute leben ca. 3 Millionen Menschen in Deutschland, die ursprünglich aus der Türkei stammen. 50% besitzt schon die deutsche Staatsangehörigkeit. Über 915.000 leben in Eigenheim. 103.000 Unternehmen wurden von Menschen aus der Türkei gegründet. Diese haben ca. 800.000 Arbeitsplätze geschaffen. Jedes Jahr besuchen etwa 5 Millionen deutsche Touristen die Türkei. Was hat dich bewogen, so ein wichtiges Werk mit Unterstützung der Stiftung Mercado herauszugeben? Ja, diese Zahlen, die du gerade zitiert hast, auf dem Schutzumschlag haben mich dazu bewogen. Das sind Fakten, die von den meisten Menschen in Deutschland, aber auch in der Türkei nicht bewusst sind, nicht bekannt sind. Das sind Fakten, die wenige wissen. Das sind im Übrigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Ja, also sind keine Zahlen, die ich da irgendwo rausgelesen habe, sondern das sind höchst offizielle Zahlen. Und diese Zahlen zeigen eben, wie dieses Anwerbeabkommen aus den 60er Jahren unsere beide Länder verändert hat. Die Deutsch-Türken haben ja auch die Türkei verändert, gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich. Jahrelang wurden Millionen in die Türkei transferiert und in die Türkei investiert. Die Türken in Deutschland waren ja auch lange Zeit eine Devisenmaschine für die Türkei. Die ganze Krisen, die sie hatten, haben sie auch hinter sich gebracht mit vielen, vielen Devisen aus Deutschland von Gastarbeitern. Und dann zu Corona-Zeit, 60 Jahre Jubiläum. Ich habe mir überlegt, im Grunde schon lange diesen Plan gehabt, da eigentlich schon als es zu 50 Jahren Jubiläum, aber da hatte ich keine Zeit, weil ich politisch sehr, sehr eingespannt war. So habe ich einfach die 60 Jahre genutzt, darüber zu schreiben. Ich habe exemplarisch einfach 27 Biografien genommen aus den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen. Ursprünglich wollte ich 60 Biografien machen, da 60 Jahre. Aber das habe ich dann verworfen in Absprache mit dem Verlag, weil das wäre ein ganz dickes Buch geworden und es hätte niemand gelesen. Ich wollte, dass die Leute das halt in der Hand halten und lesen und auch in der Türkei lesen, weil unsere Geschichten sind in der Türkei ja auch unbekannt. In der Türkei sind wir Alamanji und in Deutschland sind wir Yabanji. Also in Deutschland sind wir Fremde und in der Türkei sind wir Deutschländer, so zwischen Baum und Borke. Und viele kennen unsere Geschichten nicht. Viele wissen nicht, welche Kämpfe, was für ein Struggle, was für ein Einsatz wir bringen mussten. Und wenn man diese Geschichten liest, merkt man auch, dass uns nichts geschenkt worden ist. Dass wir für alles kämpfen mussten, was wir sehr oft zwei Schritte vor unseren deutschen Mitschülern sein mussten oder vor unseren deutschen Kollegen sein mussten, vor unseren Kommilitonen sein mussten, damit wir überhaupt auf Augenhöhe wahrgenommen werden. Und in diesen Geschichten hat man auch immer so einen roten Faden, bei vielen sich wiederholt. Es gibt immer eine Nachbarin oder einen Nachbarn oder einen Lehrer oder eine Lehrerin, ja, die dann deine Hand hält, und deutsche Nachbarin, deutscher Lehrer, der sagt, der Junge, der gehört eigentlich nicht auf die Hauptschule. Oder der Nachbar, der sagt, der Urschein, der ist ein ganz cleverer Junge, der muss aufs Gymnasium, nicht in die Hauptschule. Das ist wirklich passiert. Also ich sage hier jetzt nichts, was nicht echt, in echtem Leben passiert ist. Und das hast du in allen Geschichten.
In allen 27 Geschichten siehst du Kampf, Einsatz, Mut, aber auch Niederlagen, Verluste, Leid. Und immer gibt es eine Nachbarin, einen Nachbarn, einen deutschen Lehrer oder Lehrerin, die dir die Hand gereicht hat oder jemand, der Mentor war, Mentorin war für dich. Das finde ich so wunderbar und diese Geschichten müssen erzählt werden. Im Grunde könnte man Millionen solcher Geschichten erzählen. Vielleicht wäre das ein gutes Internetprojekt, keine Ahnung. Aber wer diese Geschichten liest, der ist begeistert. In der Türkei hat das Buch, das ist auch türkisch erschienen, im März sehr, sehr gut angekommen. Die Medien haben sich draufgestürzt, was in Deutschland leider nicht der Fall war. In Deutschland fiel die Erscheinung des Buches in Wahlkampf. Und deshalb hat es die deutschen Medien leider nicht interessiert, was ich sehr bedauere. Sogar die Los Angeles Times hat über das Buch geschrieben, aber keine einzige deutsche Zeitung. Vielleicht sollte man das Buch als Geschenk schicken, damit sie das lesen und schauen. Vielleicht erscheint das ja. Ich finde, diese Geschichten müssen gelesen werden in der Türkei, in Deutschland, damit wir alle merken, wie sehr wir zusammengewachsen sind inzwischen. Ja? Ob es uns gefällt oder nicht. Und Deutschland ist Heimat geworden für uns. Ob es uns gefällt oder nicht.